einer der wenigen Abende. Ich bin mal früh daheim, einer der wenigen Abende. Ich gehe, ich strecke mein Zimmer rein, sehe meinen Vater auf dem Fernseher starren, seinen starren Blick auf dieser Torrunde verharren. Wir sehen diese Weise, die uns Ausländer den Weg weisen. Wie in diesen klugen Kreisen, bin zu Weisheiten kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen, seine Straßen mit Stillschweigen aufsaugen. Wo sind meine Kollegen? Wir wissen, wie es wirklich war. Wo sind meine Kollegen? Warum sitzen sie nicht da? Um selbst zu erzählen, wie es uns früher erging, wie damals für uns die neue Zukunft fing. Damals hieß man uns mit Brüdern, mit Pauken und Topeten. Die Musik ist verstummt und heute hört man sie nur reden. Dass wir uns in Deutschland nicht so recht integrieren. Ist es Integration, wenn Häuser brennen und sie applaudieren? Damals war das anders. Vor dem Fort werden auch Deutsch, Türke, Italiener zusammen zeigten die Stärke. Standen Schulter an Schulter auf gemeinsamer Fährte, hatten gemeinsame Ziele mit gemeinsamen Werten. Damals zeigte man Verständnis, heute die Tür, besser gestern als heute, wenn es sein muss mit Willkür. Fühl mich hintergangen wie eine betrogene Frau, ich bin der Chef in der Grau. Deutschland, ich danke für den Knockout. Wo war ihr denn früher mit eurem Deutschunterricht? In meinem Zimmer zusammen gefärscht war Kerzenlicht. Zwölf Mann in einem Raum, dennoch mit Zuversicht. Niemand wollte uns lernen, auf unsere Arbeitskraft erpicht. Direkt nach der Ankunft standen wir auf Schicht. Gesund und kräftig, Bildung war unwichtig. Gesundheit und Kraft ließen wir am Band zurück. Haben Deutschland mit aufgebaut, Teil von euch und weiter Stück. Sind keine Einwegflaschen, die man uns denn entsorgt. Meine Jugend ließ sich hier, also bleibe ich an diesem Ort. Wir wollen keinen Dank, man soll uns respektieren. Wir brauchen keine Leitkultur, die uns angeblich kultiviert. Dankeschön.